Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück und ich musste feststellen, dass sich das Auto jetzt etwas anders fährt. Ich muss es jetzt mit der Maus lenken, auch wenn ich vielleicht mit den Tasten ein wenig nachhelfen kann, weil die Dings hier sonst nicht mehr funktionieren. Seht ihr? Ich kann das Auto jetzt im Grunde genommen so auch fortbewegen, wenn ich so schlecht mal. So, ich habe drauf geachtet und geschaut und gemacht, aber die Shipments kommen derzeit nur von der Airbase. Wenn ich nicht mit der Maus nachregle, dann klappt das nicht mit den. So. Ah, jetzt seht ihr schon, ich habe noch was vergessen. Also ich habe jetzt die Parkplätze sozusagen nochmal erweitert. Ich meine, was er dadurch jetzt geworden ist, der Wagen, ist unglaublich handy. So, der Wagen ist verbunden. Den kleinen habe ich jetzt hier rüber, damit ich genügend Platz habe nach da. Wie ihr sehen könnt, ist da die Batterie jetzt auf Halbmast. Was daran liegt, dass ich die anderen beiden Fahrzeuge aufgeladen habe, aber feststellen musste, diese Batterie ist anscheinend definitiv kaputt. Das rote steht eigentlich dafür, dass sie deaktiviert ist. Und rein von der Funktion her zeigt sich das auch hieran. Kein Input, kein Output, fully depleted, aber der Block ist eigentlich on. Und es ist auf Recharge gestellt. Keine Ahnung, die Batterie kann man vergessen. Die andere ist mittlerweile voll geladen. Kann man jetzt wieder auf praktisch Auto stellen. Und dann können wir den auch mal abkoppeln. Ah, brauchen wir gar nicht. Der lädt sich jetzt automatisch auf, das ist gut so. Und wir können endlich unsere Tour machen. Davor wollte ich aber noch ein paar Flaschen einsammeln. Sauerstoffflaschen und sowas. Nehmen wir beides. Ne, nehmen wir eine mit und eine. Eine könnte knapp werden. Nehmen wir lieber zwei Sauerstoffflaschen. Ach, das ist die Hydrogen. Nee, ich wollte Sauerstoff. Und der fliegt einfach superbe. So, ich habe jetzt auch eine Kamera eingebaut. Warte mal, was mich jetzt interessiert. Er meint, wir haben für 1 Stunde Batterie, okay. Für 31 Minuten minimal. Ich will nicht gerade zum Hauptquartier fliegen, das wäre keine gute Idee. Sondern fast auf die andere Seite des Planeten. Auch hier sollte ich mir nicht zu nahe kommen. Gelöst. Ah, das. Wobei ich eigentlich fast mal ausnutzen könnte, wenn ich hier einen guten Blick habe. Also nicht reinfliegen bitte, aber mal kurz gucken. Wir haben die Kamera an. Dann kannst du uns hier den Blick mal zeigen. Also auf der anderen Seite ist ein Turret.
Hier hat es aber interessanterweise nur zwei Raketenwerfer auf dem Dach und ein Turret da. Ich vermute mal, dass auf der anderen Seite auch nochmal ein Turret zu finden ist. Okay. Es geht doch nichts über gute Intelligence. Und hier kann man nicht direkt hinfliegen. Oh oh, ist mir zu nahe gekommen. Edgy Badge, ihr habt uns nicht erwischt. Verschwendet nur eure Munition. Aber das muss ich mir merken. Anscheinend 1,5 Kilometer reichen schon. Jetzt gerade erstaunlich, ich hatte eigentlich auf dem Weg dorthin zur Station so die eine oder andere Entdeckung erwartet. Da drüben wäre was. Erstmal schauen, ob es nicht schießt. Ah ja, machen wir die Kamera. Gleich mal hier drauf. Nein, das sieht harmlos aus. Das da drüben ist G-Corps. Und das scheint auch soweit das Einzige zu sein. Und dann gebe ich der Neugierde mal nach, fliegt da mal hin. Vielleicht entdecken wir ja den einen oder anderen Schatz. So, jetzt schön vorsichtig. Switchlock am besten. Dem darf ich nicht zu schnell sinken. Kann auch noch ein bisschen näher hinfliegen. Muss mich so weit rennen. Also wir haben da, wie es aussieht. Locked. Okay, dann kann man aussteigen. Und mal gucken. Noch schießt nichts auf uns, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber da ist das C-Corps-Logo, oder? Nee, das ist nicht. Mars? You are not supposed to be in here. This is Mars Research Expedition property. Please display your identity badge or exit the building. Da ist eine Batterie. Da ist Hydroponie. Ah, oh, großartig. Nicht besonders wichtig für uns, aber nicht schlecht zu haben. So, im Moment haben wir genügend. Ich merke mir das mal. Ich mache hier mal GPS hin. New from current position. Oxygen. Oxygen. Oxygen, so, nee, warte mal, jetzt kann ich das nicht, o Oxfarm, Show on Hood, nee, nicht aktuell,
Die brauche ich aktuell auch nicht unbedingt. Das kann ich ja jederzeit wieder umstellen. Aber kann ich denn hier, wenn wir hier schon eine Sauerstofffarm haben, vielleicht auch irgendwo schnell noch Sauerstoff tanken? Sieht nicht so aus. Wo wird denn der Sauerstoff gelagert? Nein, du sollst mir sagen, was das ist, nicht mehr und nicht weniger. Okay, das ist ein Teil der Sauerstofffarm. Ist nicht einmal ein Computer drin, ein Motor drin, okay. Aber ich bin froh, dass wir mal wieder was entdeckt haben. So, wie sieht es bei dir aus? Solange du parkst, 18 Tage. Ha, wir haben mal wieder neue Technologien freigeschaltet. Sollte nicht so dicht am Boden an solchen Sachen langfliegen. Fliegt auf jeden Fall besser als die Buggys fahren. So, wir haben schon einiges an Planetenkrümmung hinter uns gebracht. Fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie ein Flugzeug. Okay, da drüben ist eine Base. Ich hatte mich schon gefragt, das müssten noch mehr sein. Vielleicht, wenn ich auf den Berg da lande. Oh ne, das ist zu weit weg. Was sagt denn eigentlich? Ja, haben wir den Sauerstoff noch gar nicht angefasst. Sehr schön. Die Research Facility ist auf dieser Seite des Berges. Sehr interessant. Sehr viel Ebene hier, aber nicht sehr viel. So, eigentlich müssten wir es doch jetzt schon sehen können. Naja, im Prinzip können wir das, aber es ist nicht viel zu sehen. Ah, guck mal, eine Medical Station. Oh, und was haben wir da drüben? Das ist hier wieder nur ein Stein, der von hier aus toll aussieht. Ja. Aber so eine Medical Station ist natürlich schon besser. Medical Station hat eine Windmühle. Apropos, sollen ja tatsächlich welche ins Spiel kommen. Vielleicht, das ist derzeit noch Technologien, die noch in der Testphase ist.
ready to log? Dann log doch. Logged. Was haben wir hier? Uran! Nurse! We have a patient with serious radiation burns. Please see to him as soon as you get in. Don't worry, Doctor. One fix, nurse. Ah. Okay, wir haben da einen Patienten mit heftigen. Wieso habe ich denn so viel? Halt. Ja, warte, jetzt kann ich erstmal eins davon ablegen, ist kein Problem. Okay, hier gibt's gut Strom. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich schätze mal, der Strom kommt hier hin. Ja, hierher meine ich. Sieht ganz so aus, ja. Aber wie üblich. Hier fehlt es an Medical Components. Und ein paar Interior Plates. Interior Plates sind ja kein Problem. Oh, ist sogar offen. Nurse Rexa und Dr. GTL Führer. Okay. Blinkst du, weil du kaputt bist, oder blinkst du, weil hier irgendwas blinken muss? Was haben wir hier? 12 Medical Components und dir fehlten wie viel? 12. So, dann brauchen wir noch ein paar Interior Plates. Die holen wir uns aus dem Sitz. Huch. So, perfekt. Sauerstoff kriegen wir hier keinen. Ein bisschen schade. Was? Steeplet? Kein Steeplet? Ich dachte, ich hätte. Na, im Flugzeug. Warte, gib mir mehr. Convoy dispatch. Delivery X5398. ETA 35. Ich muss schon die richtigen Sachen angehen. Dings habe ich. Kugelsicheres. Glas habe ich natürlich jetzt gerade keines dabei. Was finden wir hier? Haha, kugelsicheres Glas. Als ob da jemand gedacht hätte, wir könnten welches brauchen. Au, beinahe hätte ich die Krankenstation schon gebraucht. Noch nicht mal. Huch. Was ist jetzt passiert? Ah! Triggert's Dämpfer aus. Da fehlt auch noch ein bisschen. Haben wir noch? Ne, jetzt mal durch. Was fehlt dir? Dir fehlt es an allem. Aber eine Control Station brauchen wir hier eigentlich echt definitiv nicht. Das ist das, was du hast. Das könnten wir hier locker mitnehmen. Stattdessen reparieren wir lieber die Krankenstation.
Da ist noch ein. Sieht ihr auch was? Ne? Muss ich jetzt echt so weit hoch? So, jetzt habe ich dann natürlich etwas Sauerstoff aufgebraucht. Ich. Mist, ich hätte das Uran erst rausholen sollen. Bleib bei mir! Aber ich war so gierig. Okay. Das Gute ist, deswegen habe ich das ja überhaupt erst gemacht. Wenn wir hier jetzt den Beacon kann ich wegmachen. Wir haben draußen eh die Antenne. Na, schwer zu machen. Dann muss ich hier nur noch einen Sauerstoffgenerator hinbauen und ich habe schon. Huch. Jetzt habe ich aber Glück gehabt, dass er mich das nicht umgebracht hat. Türen können gefährlich sein, wie es aussieht. So, wir haben aus der Sauerstoffflasche aufgefüllt. Das heißt, wir haben noch eine. Die Antenne ist ja keine funktionale. Den Turm könnte man also abbauen. Ja, lass mal. Die Dings sind da ganz gut aufgehoben, die Sachen, die da jetzt noch sind. Für den aktuellen Augenblick. So. Die Research Facility ist da hinten. So nah mag ich hier nicht kommen. Ihr wisst. Ich bin etwas empfindlich gegen Feuer in dem kleinen Flieger. Hier? Mach ich zu früh dran? Ah ne, da ist sie. Oh oh. Ich sehe keine Verteidigungsanlagen, das ist nicht gut. Was ich nicht sehe, kann ich nämlich auch nicht beurteilen. Also versuchen wir es mal von der anderen Seite. Ich muss näher ran, das hat keinen Sinn. Wie viel näher kann ich noch kommen? Ganz vorsichtig darüber. Jetzt sind wir schon recht nahe. Ja, ich würde sagen, insgesamt läuft es darauf raus. Wieder ganz langsame Annäherung mit einem Panzer. Von oben sehe ich zumindest keine Verteidigungsanlagen. Gut. Dann würde ich sagen, ab nach Hause ist. Naja, nicht ganz nach Hause. Ach ja, hier kann man auch noch schnell schauen. Das ist die Ground Base. Interessant. Das ist natürlich ziemlich groß. Ein Raketenwerfer, ein Turret, noch ein Turret, noch ein Turret, vier Turrets, ein Raketenwerfer. Und da in der Nähe steht noch was. Sonst sehe ich hier nirgends irgendwas Spannendes.
fliege jetzt bewusst mal ein bisschen in die andere Richtung. Oh oh. Nee, in dem Fall machen wir schnell Reise hierher. Und fragen uns, woran wir gestorben sind. Investigative Backup? Jetzt wird's aber interessant hier. Aha. Ich weiß, wie ich der zu nahe gekommen bin. Gut, damit sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Und wisst ihr was? Ich habe gespeichert. Damit komme ich nämlich rum, dann kriege ich meinen Flieger wieder. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ich bin wieder ungefähr da, wo wir waren. Mit unserem kleinen Flitzer. Ich habe jetzt mal probiert, wie es aussieht im Feld. Also bei voller Sonneneinstrahlung braucht der Akku insgesamt, wir haben ihn jetzt auf Stored Power 0,7 Megawatt, maximal speichern kann er 1,8 Megawattstunden. Also, ja, innerhalb von 6 oder 7 Stunden voller Sonneneinstrahlung im Feld kann er tatsächlich... autonom sein, autonom bleiben. Das Lustige ist natürlich, ich muss die Batterie jetzt wieder umstellen auf Semi-Automatik, dann geht das Ganze aber nicht. Oh doch, fully recharged in 4 hours. Gut, das hat er jetzt natürlich gesagt, weil wir wieso bewegen wir uns nicht? Die Thruster sind nicht an, aber sagt doch die Thruster seien an. Ah, ich hab's. Kontrollen Batterie. Ha. Das war das Problem. So, also mein Gedanke, nachdem ich jetzt hier gespeichert habe, ist... warte mal, wir schalten mal noch das... Dings aus. Nein, nicht das. Die Antenne. Und dann lande ich mal auf dem Dach. Ganz vorsichtig sozusagen. Weil ich habe jetzt nochmal mein Material reviewed. Das letzte Mal ist es mir tatsächlich passiert, dass ich zu nahe an die andere Base da gekommen bin. Weil ich mit Kamera geflogen bin und die Übersicht verloren habe, was, wo, wann passiert. So, ich will auf dem Dach landen und ich will vom Dach aus mal sehen, was passiert, wenn wir versuchen, von da aus reinzukommen. Also schon mal sehr sympathisch, dass hier auf dem Dach eine Dings zu finden ist. Eine Solarzelle. Das bedeutet interessanterweise auch, dass die nicht allzu groß ist. Ja, nicht gereicht. Na, kann ich mich nicht festsetzen? Ich kann schlecht. Jetzt. 5. So.
Huch. Ah, ist mein Trägheitsdämpfer wieder aus. So. So stehen wir auch perfekt. Weil die Idee war. Uns von hier oben reinzubohren. Halt, das wird alles gebraucht. Sauerstoffflasche, ja, vielleicht auch. Warte mal, ich lege das Zeug mal rein. Außer dem Powergrinder. Den brauche ich gerade noch. Was? Ich bin immer noch voll. Kann ich immer noch voll sein? Ach so, weil ich jetzt natürlich neues Zeug aufgenommen habe. Das natürlich auch was wiegt. Vor allem Solarzellen, das wissen wir. Wiegen viel. Und dann ist das hier schon. Jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ne, ich kann. So, ich gehe jede Wette ein, dass da unten irgendwo ein Turret ist. Wir haben doch keine Weapon Research Facility. In der keine Waffen sind. Da ist eine Kamera, interessanterweise. Was ist da drüben? Aha. Das heißt, kein Annäherungssensor, nichts. Halt, so viel wollte ich da gar nicht rausholen. Hoffentlich kann ich mit so viel Zeug dann noch fliegen. Medizinische Komponenten sind uns mehr als willkommen. So sehr, dass ich fast sage. Warte mal. Jetzt hier, was ich eigentlich vorhatte, war. Oh, jetzt weiß ich, wo das Problem liegt. Ich muss natürlich erstmal den Sauerstoff. Den Schweißapparat wieder reinholen. Deswegen konnte ich nur zerlegen, aber nicht aufbauen. Halt. So viel wollte ich dann auch nicht wieder löschen. 20 Schuss Munition. 20 Schuss Munition können wir natürlich auch brauchen. Explosivstoffe. Hier war kurz der Ton weg, das hat mich jetzt nicht gerade zuversichtlich gestimmt. Huch. So, was ich jetzt am Überlegen bin, ist mit den großartigen Sachen, die wir jetzt gefunden haben, dann abzuhauen. Erstmal.
Jetzt guckt euch das mal an. Das ist eine Tür. Das ist ja interessant. Ich wette, ein Stock. Ja, jetzt guck dir das mal an. Da ist es hochgegangen. Ich gehe jede Wette ein unter dieser Tür. Ist dann das. Turret oder so? 20 Komponenten. Das ist schon sehr gut. Versuche ich den Rest auch noch zu holen. Muss man aber auf jeden Fall mal machen. Muss die beiden Kameras entfernen. Nein, nicht den Block. Die Kamera. So, dann haben wir schon mal ein Problem weniger. Das alles runter. Weil wenn ja, dann hat sich unser Trip schon mehr als gelohnt. Die Displays sind ja eigentlich schon fast egal. Was? Ah, da. Gut. Praktischerweise haben wir sogar noch eine Waffe bekommen. Aber eben. Ach so, ich kann ja auch jetzt nochmal speichern. Und wenn das jetzt schief läuft. Dann fliege ich direkt von hier erstmal zurück und pack das ganze Zeug weg. So, Grundidee ist Access denied, kein Problem. Gehört die Tür uns. Das passt noch so gut, dass wir. Ah! Jetzt schau dir das mal an. Geheime Waffenforschungsstation ist im Berg. C-Corps, du Verräter. Automation Simplified. Storage Facility. Gut getarnt. Muss man euch lassen. Gut. Wir könnten uns noch stundenlang amüsieren, aber ich muss das Zeug tatsächlich wegbringen, ohne dass ich jetzt gestorben bin. Aber ich habe so ein bisschen nicht das Gefühl, dass ich das tun werde, wenn ich dich jetzt dann hier zu sehr darauf stürze, allzu viel. Ich kann ja auch nicht ewig viel einpacken in das kleine Flugzeug. Das hält ja nicht ewig. Seht ihr? Schon ganz schwer, dass es noch hochkommt.
Und dann würde ich sagen, fliege ich damit erstmal zurück. Vor allem, ich habe ja auch nicht ewig Sauerstoff. Warte mal, aber eine Flasche habe ich noch dabei, oder? Ja, dann. Nein! Ja.